Und du hast gerade erzählt von Weihnachten, von deinem Großvater. Und ich denke, da passt der nächste Beitrag von Zeynep ganz gut dazu. Da geht es um Menschlichkeit. Ja, also nochmal was von mir. Hallo erstmal alle. Ich wollte euch was erzählen, was uns Menschen eigentlich ausmacht. Ja, ich fange einfach mal an. Menschlich. Also was macht uns aus? Das nicht. Worauf sind wir stolz? Oder auf was kann man stolz sein? Und welchen Sinn hat überhaupt unsere Existenz? Wir Menschen sind eine besondere Spezies, weil wir eine unvergleichliche Denkleistung aufbringen können, die sonst kein Lebewesen dieser Erde zeigt. Wir fragen uns nämlich nach dem Warum. In den Fragen um Empathie, Lebensfreud und Lebensleid unterscheiden wir uns keinesfalls von den Tieren. Wir erkunden unsere Wurzeln, schreiben Geschichte und haben eine rege Fantasie, arbeiten zukunftsorientiert und erkennen unsere Fehler. Wir können uns schlecht fühlen, wenn wir einen Regenwurm zertrampelt haben, aber wir können gleicherzeit ohne Reue unsere eigenen Kinder töten. Wir sind Produkte unserer Umwelt, super anpassungsfähig und voller Widersprüche. Und wir suchen stets nach Anerkennung, weil wir die für unser Ego brauchen. Allein diese Eigenschaften machen uns stolz. Und wir denken, dass wir damit den höchsten Platz in der Nahrungskette verdient hätten. Ja, in der gesamten Wertigkeit des Lebens auf der Welt. Aber ist das ausreichend, um sich als Mensch zu definieren? Was unterscheidet den Menschen vom Homo sapiens? Gibt es da nicht mehr, zu dem ein intelligenter und gesunder Mensch fähig sein sollte? Ist es nicht vielleicht mehr die Gabe, Recht von Unrecht zu unterscheiden, die uns wirklich ausmacht? Menschen interpretieren den Sinn ihrer Existenz sehr unterschiedlich. Manche denken, es ginge nur um die Arterhaltung. Andere glauben, dass man sein Leben nutzen müsse, um so viel Vergnügen wie möglich zu erleben. YOLO, you only live once, ist gerade das Modewort, mit dem grenzenloser Egoismus gerechtfertigt wird. Manche glauben, dass in der gesamten Schöpfung Gott zu finden sei. Wieder andere meinen, die unsterbliche Seele soll sich hier in vielen Reinkarnationen zum Besten erziehen und bewähren. Es gibt wohl auch Menschen, die sich diese Fragen überhaupt nicht stellen. Welche Antworten auch immer jeder für sich gefunden hat, kommen doch alle zu demselben. Wir müssen gut sein. Wir müssen hier auf dieser Erde Gutes tun, Rücksicht nehmen, die Umwelt schützen und uns gegenseitig helfen. Diese Grundsätze stellt wohl niemand ernsthaft in Frage und es sind genau diese Grundsätze, die uns hier auf die Mahnwachen treiben. Denn wir beobachten immer mehr, dass genau diese Grundsätze ignoriert werden von den Politikern, vom globalen System, aber auch von jedem Einzelnen von uns Menschen. Wir beklagen alle gemeinsam die Umweltzerstörung, die Tierquälerei, die Sklaverei, Kinderarbeit, die skrupellose Ausbeutung von Ressourcen, aber auch alltägliches Mobbing, Intrigen und die ständigen Menschenrechtsverletzungen. Das sind gigantische Gründe, um als Mensch laut zu werden. Ich glaube, es sind die essentiellen Gründe, für deren Ende jeder Mensch kämpfen muss. Und all jene, die sich zu schade sind, um für diese Werte aktiv zu werden, haben den Sinn im menschlichen Leben noch nicht gefunden. Wir bemerken, dass 100.000 Menschen für das neue iPhone tagelang Schlange stehen können. Dass 100.000 Menschen für ein paar Cent mehr Bruttolohn voller Enthusiasmus demonstrieren. Ja, sogar für mehr Kindertagesstätten rennen die Leute massenhaft auf die Straßen.
Jedes Wochenende sind die Fußballstadien voll von Fans, die regelmäßig für ihre Mannschaften durch ganz Deutschland reisen. Konzerte füllen riesige Hallen mit Menschen, die für ihre Musik 100 Euro und mehr investieren. Warum nicht für den essentiellen Wert unserer Existenz? Warum haben wir ganz plötzlich das Gefühl der Ohnmacht, wenn wir an der Ungerechtigkeit kratzen wollen? Warum sind wir gerade in dieser Frage plötzlich so unkreativ wie sonst nie? Die Masse ist nicht bereit, den Alltag mit diesen Themen zu hinterfragen. Denn der Gewohnheitstaumel ist ganz extrem schwer zu durchbrechen. Der Mensch ist nämlich mehr als alles andere auf der Welt ein Gewohnheitstier. Und darum müssen wir wenigen, die hier aktiv sind, einen Weg finden, die Menschen aus ihren Gewohnheiten rauszuholen. Und natürlich muss dieser Weg zwar friedlich, darf aber nicht defensiv sein. Denn der Mensch besteht auch aus Gut und Böse, oder wie manche es nennen, Yin und Yang. Und diese Balance gilt es zu bewahren. Also werden wir doch endlich mal laut. Stören wir mit unserer Präsenz den Shoppingalltag der Massen. Ja, durchbrechen wir das Hamsterrad und sagen den Menschen Dinge, die sie nicht hören wollen, weil die Erkenntnis um die Wahrheit ihren Gewohnheitstaumel ins Wanken bringen muss, wenn sie auch nur einen Funken Anstand im Leibe haben. Lassen wir uns mehr einfallen, als brav am Schloss rumzustehen. Und lassen wir uns nicht mehr länger übersehen. Denn sonst gewöhnt sich die Masse auch an unseren Anblick und übersieht uns einfach. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sena.